Ich begrüße euch zu einer Folge Lufia 2. Heute wollen wir Blumen pflücken. Keine richtig krassen Heldenaufgaben machen oder so. Nein, heute geht's darum, Blumen zu pflücken. Hier auf diesem Berg. Okay. Wo komme ich? Muss jetzt vielleicht aufsprengen oder so? Ja, okay, gut. im letzten Part. Wow. War da so ein... Das ist schon mal ewig her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Auf jeden Fall war da so ein Mädchen und... Ach du Scheiße, siehst du cool aus, Chrisley. Okay. Da war auf jeden Fall so ein Mädchen und die war halt so... Die wollte eigentlich Blumen pflücken, aber ich weiß es eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, die ist dann zusammengebrochen und deswegen haben wir die in ihr Haus getragen. Und... Ich weiß nur, dass dann Sela Narkose gewirkt hat auf die, damit sie halt einschläft und nicht irgendwie selbstständig abhaut und so. Und ja, dann sollten wir im Auftrag... Hey, kannst du nicht flüchten? Wieso habe ich eigentlich das Kapselmonster draußen? Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, welche ich alle schon habe. Auf jeden Fall sollten wir halt einen Auftrag ihrer kleinen Schwester und Bruder und so... Blumen pflücken. Und deswegen sind wir jetzt hier auf dem Berg der Blumen und machen das jetzt auch. Ja, was habe ich noch so für Kapselmonster, die ich rauspacken könnte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, das war's. Ich erinnere mich. Ja, ich bleib mal bei dir einfach. Keine Ahnung, wer jetzt von euch stärker ist oder ob ich dich rauspacken sollte oder dich oder so. Ich bleib einfach mal bei dir. Uns fehlen scheinbar noch 3 Kapselmonster. Cool. Ja, so. Ich bin mal gespannt, was das hier für ein Dungeon ist. Ob der lang wird oder eher nicht so. Ich bin schon sehr gespannt. Gucken wir mal. Hier haben wir gleich mal eine Truhe. Was steht da? Bevor ich irgendwie die Truhe aufmache und dann der Boden einbricht, weil da hinten drauf steht, nicht die Truhe aufmachen oder sowas. Steht da eine Säule und du kommst nicht heran. Nimm dir doch den Hammer. Ah, da gibt's ein neues Item drin, okay. Das ist cool. Hammer. Also, ich weiß ja nicht. Oh, ich muss das wegschmeißen. Das ist doof. Ich weiß ja nicht, was ihr als Hammer versteht. Aber das ist ganz klar kein Hammer. Das ist ein Morgenstern. So, was soll ich jetzt wegschmeißen? Das ist die Frage. Wow. Ich hab halt irgendwie nix so wirklich. Ach, weg! Was auch immer. So, habe ich jetzt den coolen Hammer. Ja. Das sind jetzt alle Items? Es wird eigentlich nur ein paar hinpassen, denke ich mal. Okay, also ist ein Item zum Zerstören. Bam. Okay, man kann auch nur die Gegner betäuben, ganz normal. Oh Gott, was bist du denn? Hi. Ich habe eigentlich Lust, gegen dich zu kämpfen, aber ich wollte das nicht so machen, aber... Krähenkelch. Wow, die Gegner scheinen wirklich stark zu werden jetzt, so. Und ich habe schon mal die Hände angegriffen, ups. Und auch sehr cool auszusehen. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall. Gefällt mir. Ich würde sagen, ich bringe die jetzt um, weil... Es hatte ich schon so viel. Greif ihn zweimal an. Drei. Was ist das dritte Mal? Egal. Ich bringe jetzt es einfach um. Genau, weil. Sonst hätte ich jetzt die vielleicht angegriffen und die andere halt nicht getötet, weil die ja in der vorderen Reihe stand. Und dann wäre die vielleicht nicht gestorben und ich hätte wieder mehr Angriffe als nur einen bekommen. So, deswegen denke ich mal, es ist jetzt so schlauer, das so zu machen. Wenn ich dann schon angefangen habe anzugreifen. Sehr schön, geil, neues Level. Und Gordon neues Level, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, wow. Okay, interessant. So, hier kommen wir... Ah, dann... Jetzt kann man doch theoretisch in voll viele alte Höhlen zurück und da voll viele Steine zerstören, oder? Oh Gott, das kann ich mir niemals alles merken, wo da noch irgendwas war und so. Ist hier irgendwo vielleicht was, weil... Sieht irgendwie komisch aus, diese Wand. Die sollten wir uns merken. Kann man vielleicht jetzt mit diesem Morgenstern auch...
Bombendinger zerstören, das wäre ziemlich cool. Kann ich doch jetzt einfach die Steine zerstören? Nö, okay, scheinbar nur diese grauen, schwarzen, wie auch immer. Okay, alles klar. Hm, da oben sind Pfeile drauf. Interessant. Da kann man ja herunterspringen. Hi, du bist noch ein neuer Gegner, jedenfalls. Okay, den kann ich nicht zerstören. Du greifst zuerst an. Ja, ich habe ihn ja auch. Necronomicon, okay. Ich habe ihn ja auch mehr oder weniger als erstes angegriffen. Er hat sich ja in meinen Angriff quasi rein teleportiert. Okay, interessant auf jeden Fall. Ich greife den hier an, bei dem gerade schon das Kapselmonster angegriffen hat, von dem ich keinen Namen vergessen habe. Gordo oder so, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Klauenschlag, sehr schön. 115, nice. Und jetzt kann ich vielleicht Dings töten. Geil, sehr schön. Und nochmal neue Level für Gordo, sehr schön. Und er heißt wirklich Gordo. Ah, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Das gefällt mir, ja. Kann ich durch diese Tür durch? Ja, okay. Was haben wir da schön? Ich weiß schon, was ich so drüben machen muss. Ich will nur mal gucken, was ich hier machen kann in diesem Raum. Was? Nein, nicht selbst angreifen. Ich will nur mal gucken, was es hier gibt. Oder vielleicht, ich weiß halt nicht. Einer von den beiden Wegen ist jetzt der Weg, wo es eine Schatztruhe gibt. Und der andere halt, wo es weitergeht wahrscheinlich. Deswegen, ich glaube, ich gucke erstmal in die andere rein, weil der andere sieht mehr nach Secret aus. Deswegen schaue ich vorerst mal in die andere rein. Könnt ihr bitte nicht Maximum bringen? Das wäre voll hilfreich von euch, wisst ihr das? Du greifst mal den an. Du greifst auch den an. Du greifst den an. Weil ich bin relativ sicher, dass der jetzt durch Selans Hieb sterben wird. Ja! Eisenklau. Oh, nice! Das war ein guter Schaden. Das war sehr guter Schaden. Okay, das kann ich zerstören, aber ich werde in den anderen Raum gucken. Weil, ja, so, Moment, das müssen wir jetzt nämlich so machen. Erstmal will ich mich kurz heilen. Nee. Doch, ich kann mal ein paar Items benutzen, eventuell. Einfach, weil ich noch voll viele hab und so. Ja, komm, nimm mal das hier. Aber ich weiß nicht, vielleicht soll ich die mir für später irgendwann aufsparen und so. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt so machen, dann kann ich mir jetzt hier rüber teleportieren. Teleportieren, genau. Halt rüberziehen, meinte ich, nicht teleportieren. So. Das kann ich aber schwer. Ach doch, ich. Okay, daran kann ich mich auch ziehen. Okay, interessant. Interessant. So kann ich auch den Stein zerstören. Das wäre ja nice. Aber ich glaube eher nicht. Nö. Dafür ist mein Morgenstern ein bisschen zu schwach. Oder Hammer. Ach, jetzt bin ich hier. Okay, alles klar. Okay, also ich muss doch die andere Tür auch langlaufen. Okay, alles klar. Der andere Weg. Ich dachte, hier gäbe es eventuell nur einen Schacht. Du Scheiße, was ist das denn schon wieder? Das scheint sehr spannend zu sein. Was passiert hier? Okay, alles klar, okay. Also mal gucken, wie mache ich es jetzt hier? So irgendwie. Dadurch wird der aktiviert. Ja, das habe ich mir jetzt schon mal verschissen, da lang zu kommen. Okay, ich weiß, wie es geht. Okay. Und ich will das mal kurz angucken. Ja, okay, ich bin einfach so durchgelaufen. Gut. Dann mache ich das mal so hier. Und zwar so. Irgendwie, Moment. Macht das Sinn? Das Sinn? Nein, macht's nicht. Ja, okay. Okay, ja, ich hab eine Idee. Okay. Ich mach's einfach mal so hier. So. Genau.
Dann kann ich jetzt nämlich hier... Dann hier so rein. Und dann kann ich schlussendlich diesen Pfad so ganz normal nehmen. Ja, okay. So, jetzt ist die Frage. Ja, es geht. Sehr schön. Da muss ich mich nicht immer umrüsten oder so, wenn ich irgendwie gerade den Hammer ausgerüstet habe und eine Bombe brauche. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Oh, jetzt muss ich mal was wegschmeißen. Was brauche ich denn? Ich weiß, dass zum Beispiel diese ganzen Säfte auch manchmal von den Monstern gewollt sind. Aber ich schmeiße jetzt weg. So, was ist es denn für ein Item? Kann ich das irgendwie gebrauchen? Ich gehe mal auf Seelan kurz. So, Krafttrink war es, oder? Steigere deine ANG. Erhöht den Kampf die. Okay. Es würde dich sehr stark machen. Dich auch und dich auch. Was macht denn der Wunderring? Das will ich behalten. Was macht denn der Wunderring? Das will ich eigentlich auch behalten, weil es halt so ein Zauber ist, den ich ohne MP benutzen kann. Ja, wobei, aber Maxims Wunderring ist manchmal auch ziemlich dumm. Und zwar, wenn ich ihn heilen möchte, wenn er halt stirbt, weil die Heilung abgeprallt wird. Deswegen, ich tausche gegen den ja aus. So. Ich mag solche, oh, das ist ziemlich cool. Solche Dings eigentlich, wo man halt... Oh, Mann! Sortieren. Habe ich jetzt vielleicht... Nein, ich habe nicht genug Platz. Das ist schade. Oh, Mann. Ach, Mann. Egal. Das kann ich alles nachkaufen, die ganzen Säfte. Ich weiß halt, dass die Kapselmonster... Ach, ich will mal gucken, was es bringt. Du kannst sie bestimmt nicht ausrüsten. Ja, das war klar. Aber du... Die ist auch ziemlich gut. Dreimal... Oh, nice! Und was? Bronze-Axt? Ja, okay, dafür kann ich Bomber wegschmeißen. Dafür kann ich Bomber wegschmeißen. Also wegschmeißen, Anführungszeichen. So. Wo laufe ich hier eigentlich gerade lang? Das ist alles mehr so kompliziert hier. Bin ich jetzt hier richtig? Ich habe schon wieder 5000 Wege vor mir hier gerade. Oh, hier ist die Blume, oder was? Nee. Ah. Ja, ich dachte halt, keine Ahnung, dass das die Blume ist, aber... Nein, das ist ein Kapselmonster. Fran. Ja, dann heißt es halt Fran. Das ist cool. Nee, ich... Oh, Eisenschwert habe ich sogar. Wo denn? Da, sogar zweimal. Dann nimm. Bitteschön. So. Was kannst du denn cooles? Rasse Erde, Feuer, Neutral, Licht, Wind. Ja, das sieht man auch unten an den Symbolen und so. Und auch an diesem Ring dort. Das könnte ganz cool sein. Radini-Tritt, alles klar. Habe ich irgendwas zu fressen? Nein. Die ganzen Stuff muss ich mal nachkaufen irgendwann. Irgendwann. Jetzt habe ich ein neues Kapselmonster. Das ist schon mal ganz cool, denke ich mal. Radini. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie ein Radieschen, deswegen passt der Name auch, denke ich mal. So. Sehr schön. Hier hinten habe ich auch mein ganzes Stuff abgeholt. Sehr schön. Damit wäre dieser Weg hier eigentlich jetzt so abgeschlossen. Ich brauche halt auch nicht den Schlüssel, aber den habe ich jetzt halt noch nicht, deswegen... Ja, passt das, denke ich mal. Gut. Dann kann ich jetzt hier raus. Und kann auch hier rüber. Moment, hatte ich jetzt hier vorne nochmal zwei Wege irgendwie? Oder hatte ich hier immer nur einen Weg? Genau, dafür brauche ich das Dings. Nee, hier draußen waren nicht zwei Wege. Oder war hier immer davor noch weitere? Ich muss mal gerade mal nachgucken. Nein, genau. Ja. Okay, gut. Dann, ja, wieder zurück, würde ich sagen. Ich war mir halt gerade unsicher, ob ich eventuell noch irgendwie einen Weg habe oder so, aber nein, habe ich nicht. Gut. Dann, ja,
kann ich jetzt auch hier weiter und hier gucken, was es hier Schönes gibt. Das hat es mal gelohnt, den Ausflug dorthin zu machen. Ich wollte mich gerade umdrehen mit der R-Taste, aber es ging halt nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, nicht richtig auf der R-Taste drauf war, was weiß ich, auf jeden Fall ging es nicht. Ich könnte mal ein paar Zornattacken machen. Ich meine, Dings ist voll. Wieso nicht? Machen wir das hier. So. Das macht viel Schaden. So, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das vielleicht dumm ist, weil ich das für einen Boss brauchen könnte. 570 Schaden! Ach du Scheiße! Aber ich weiß ja noch nicht, wann der Boss kommt, deswegen. Ich denke mal, es dauert noch ein bisschen, bis der Boss kommt. So. Ach ja, hiermit kann man sich den ganz normalen Weg nach drüben schaffen. Ja, darauf hätte ich vorhin schon kommen können. Toll. Dann hätte ich nicht zurücklaufen müssen oder so. Moment. Hier kann ich was machen, okay. Da oben ist eine Truhe. Das ist interessant. Gegen dich will ich kämpfen. Ah, nicht ich, halt! Ich wollte gegen das andere Viech kämpfen. Ach, Mann. Weil das neues Monster war, aber dann halt nichts. So. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe Radini im Kampf. Ups, ich wollte eigentlich mein anderes Kampfmonster mit reinnehmen. Das ist eventuell ein bisschen doof. Radini, es tut mir leid, ich mag dich eigentlich, aber... Ja, das andere Kapselmonster ist stärker als du und deswegen... Ja, wobei, so schwach bist du gar nicht, fällt mir gerade so auf. Vielleicht sollte ich dich ein bisschen drinnen lassen. Kann er nicht schaden, die Kapselmonster ein bisschen zu trainieren. Auf welchen Level ist Fran? Der hat schon voll viel Dings gebraucht. Rang 1. Auf welchen Rängen sind die anderen Viecher so? Rang A. Ah, nee, es ist nur der. Ah, okay, ja, macht Sinn. Hat er keinen. Ach doch, da Level 32. Wow. Auf welchen Level bist du? 18. Ach, so was gleich. Okay, alles klar. Du bist Level 26. Du bist Level 24. Ach ja. Und du bist Level 30. Okay. Ich will aber. Dann behalte dich im Kampf, würde ich sagen. 196 KP, wie viel hast du? Ich will gucken. 151, 243. Ah, guck mal, die haben aber auch unterschiedliche KP-Werte und so. Ja, ich nehme dich einfach mal kurz mit, weil wieso nicht? Kann ja nicht schaden. So, gegen dich wollte ich kämpfen. Weil du neu bist. Lieber Tengu. Ja, das. Erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber gerade nicht was. Ich glaube an ein Dragon Quest Monster. So ein bisschen. Was auch so ähnlich heißt, auch was mit Tengu heißt. Ja. Das kann schon gut möglich sein. Es gibt ja auch ein Pokémon, was Tengu das heißt. Aber das hat nichts damit wirklich zu tun, denke ich mal. Das sieht ich auch überhaupt nicht aus wie das Viech. Deswegen, ja. Mach bitte meinen lieben Guy nicht tot. Das wäre voll cool von dir. Oh, ich habe WhatsApp-Nachrichten. Das sind wahrscheinlich auch die Dinge, die euch alle gerade interessieren. Ah, das ist interessant. Das geht euch auch nichts an. Einfach mitten ein paar WhatsApp-Nachrichten checken, weil wieso nicht? Das macht der moderne Let's Player heutzutage so. Müsst ihr wissen, ja. Andere YouTuber baden in irgendwelchen Sachen und Let's Player schauen auf ihre WhatsApp-Nachrichten. Jetzt ist die Frage, was ist davon schlimmer? Also ich würde ja sagen, die WhatsApp-Nachrichten. Ja, definitiv. Ups, das wollte ich gar nicht. Ah, das ist ein Durchgang. Den man aber sehen konnte. Ich will nur mal kurz hier raus. Ich weiß nicht, was da auf mich lauert. Hat das irgendwas mit dem Raum hier zu tun, den man hier sehen kann, eventuell? Ja, müsste es ja, das müsste jetzt der gleiche Raum sein, genau. Okay. Aha, okay. Man kann da jeweils an verschiedene Dinge kommen, wenn man die jeweiligen Wege geht. So. Wow, von hier, ja, von hier komme ich nicht an die Truhe dran. Das heißt, der Weg, oder ist quasi nur für die Truhe da, oder was? Okay, alles klar. Dann kannst du bitte nicht, Maxim. Steuerung
war das gerade. Dann geh erstmal hier lang, würde ich sagen. Geh bitte rein. Boah, es ist so schrecklich, ein SNES-Spiel mit... Hä? Mit dem... Xbox-Controller zu spielen. Lebenssaft, das ist ziemlich cool. Das kann manchmal mehr oder weniger anstrengend sein. Ich mag auch solche Rätsel hier eigentlich ziemlich gern. So, was haben wir hier noch Schönes? Komme ich da hoch zu diesem Weg? Scheinbar nicht. Nein, da muss ich auch mit dem anderen Weg lang, glaube ich. So, ich habe meinen Hammer ausgerüstet, sehr schön. Oder Morgenstern. So. Da gucken wir mal, wie ich das am besten hochkomme. Wenn ich überhaupt hochkomme. Kann ja auch sein, dass ich blind bin und doch irgendwie anders hochkomme. Aber nein, ich komme hier so hoch. Kannst du... Okay, ich muss hier mit der Bombe arbeiten, weil ich den Morgenstern hier nicht ausfahren kann, quasi. Ja, wieso kann ich hier... Ach, Moment, ich glaube... Komme ich von hier auf... Nein, komm. Jetzt muss ich wieder. Ah! Ja, okay, gut. Also Morgenstern kann ich dort nicht ausfahren. Bombe geht auf den Stachel nicht, wieso auch immer. Dann geht's halt so hier. Bams. Genau. Darauf hätte ich auch kommen können. Aber gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann ist klein Marvin zu blöd dafür. Ja, ja. So. Jetzt aber. Jetzt kann ich auch gucken, was so cool das ist. Ich bin gespannt. Zwischen immer Truhe. Ja. Mit Kobrasstein. So, haben wir schon, oder? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Was schmeiße ich weg? Ich muss meinen Limonensaft wegschmeißen. Nein, ich... Okay, gut. Oh, gut. Ich dachte, es habe jetzt versaut, den Kobrastein zu bekommen. Und was bringt der? Trifft alle Gegner besonders wirksam bei Stab. Das ist ganz cool. Macht den Angriff höher, macht deine Abwehr ein bisschen niedriger. Du hast den Adlerstein, oder? Ja. Was hast du hier? Das kann ich eigentlich auch entbehren. Aber dich wird es größtenteils schwächer machen. Und bei dir? Dich wird es eigentlich viel stärker machen. Meistens. Das ist auch das Gleiche, oder? Nee, das ist nicht. Das sind alle Gegner. Aber bei ihr wird es den MGA runter machen. Ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass das der magische Angriff ist. Und das wäre bei Sela nicht gut. Deswegen, nein, ich gebe mir definitiv nicht Sela an. Dann gebe ich dann ehesten dir. Ja, komm, nimm. Bitteschön, lieber Guy. So, jetzt muss ich zu meiner Leiter irgendwie hinkommen. Treppe nicht, Leiter. Das ist eine Treppe, keine Leiter. Jetzt ist die Frage, wie? Von hier scheinbar, oder? Betone ich auf scheinbar und ja, es war richtig. Okay. Ist ja sehr interessant. Oh, shit. Was die gute... was ist das gute Mädchen alles für einen krassen Weg hier? Ablegen muss, nur um an ihre dummen Blumen ranzukommen. Also, die muss schon ziemlich krass sein. Ach, jetzt wurde mein Leben aufgeheilt. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, komm jetzt vielleicht hier runter. Und ja, kam ich. Also, ich denke mal, gegen ein paar Gegner muss ich kämpfen. Ah, oder auch nicht. Ein Feuerschwert. Das könnte spannend sein. Kannst du das denn auch? Ja, kannst du. Es würde dich auch stärker machen. Trifft alle Gegner, besonders wirksam bei Feuer. Das ist ganz cool. Du könntest es auch ausrüsten. Was kann dein Steinbrecher? Das wäre das Feuerschwert lieber. Was kannst du da? Du kannst auch ausrüsten. Okay, und das Ding hat gar nichts. Ja, dann kriegst du das, würde ich sagen. Aber den Morgenstern kann sonst niemand... Egal. So.
Das passt so, denke ich. Nein! Oh, das war wieder der scheiß Controller! Mann! Leck mich doch! Meine Fresse! What the hell? Geh halt noch mehr ab, Seela. Das war ein Crit und es war eine Pflanze. Das heißt, Feuerschwert muss noch mehr Schaden machen. Zumindest schlussfolgere ich das. Es halt bei Pflanzen noch mehr Schaden macht. So, wo komme ich jetzt hier hin? Komme ich hier vielleicht zur Blume? Ah nein, zu dieser Truhe. Und da ist der Schlüssel drin, den ich brauche für diese eine Tür. Gut, dann ist schon mal klar, wohin ich damit muss. Ja, sehr schön. Dann haben wir ja... ich muss gegen... Ja, ich muss gegen dich kämpfen. Dann haben wir schon mal einen Plan für den nächsten Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao. Euer Vero, kannst du bitte nicht meine Radieschen umbringen, bitte? Das war gerade doppelt gemacht, dieser Satz. Egal. Ja, auf jeden Fall. Bis dann und ciao. Euer Vero. Tschüss.